Wenn das mal keine gute Nachricht ist. Keith Richards wird heute 80 Jahre alt. Gitarrist der Stones. Ja, unbedingt. Ja? Happy Birthday. Gitarrist der Stones, Rock-Urgestein, Musiklegende. Seit über 60 Jahren schon steht Richards auf der Bühne. Das heißt in seinem Fall aber auch mindestens 40 Jahre lang Alkohol und Drogen. Ja, Richards selbst hatte auf die Frage, wie er all das überhaupt überleben konnte, mal geantwortet: Ich habe immer nur Drogen von allerhöchster Qualität konsumiert. Liebe Kinder, das ist natürlich kein Tipp zum Nachahmen. Nur einmal hätte es ihn beinahe erwischt. Beim Versuch, auf eine Palme zu klettern, stürzte er ab und zog sich ein Blutgerinnsel im Hirn zu. Aber auch das längst Schnee von gestern. Richards will übrigens musikalisch auch kein bisschen kürzer treten. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.